Liebe Freunde und Freundinnen der Kunst und der Kultur, normalerweise würde ich heute Abend in Dresden im Kulturpalast stehen und neben mir würde Jan Vogler sein, der Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Aber was ist in aktuellen Zeiten schon normal? Insbesondere nicht für die Kunst und die Kultur. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute Abend ein wunderbares Live-Konzert aus dem Dresdner Kulturpalast genießen dürfen. Als Livestream nach Hause, auf die Couch, mit Freunden, mit Familie, mit Verwandten, soweit es die Corona-Beschränkungen und die Auflagen zulassen. Es wurde zugänglich gemacht über ein Streaming-Portal, was relativ neu ist. Es gibt es erst seit ein paar Monaten. Dreamstage.live. Und ich habe sehr viel geholfen, das Portal aufzubauen. Aber wenn man schon mal ein Streamkonzert live gehört hat, dann weiß man, dass sich wirklich die Energie überträgt im Internet. Mit dem Konzert heute wollen wir die Welt oder unserem Publikum auch zeigen, dass es immer Hoffnung gibt, auch in diesen Zeiten, wo wir nicht genau wissen, was los ist. Wir sind alle ein bisschen verloren, also ich kann für mich auch persönlich sprechen, aber jetzt wieder auf der Bühne zu sein, ist auch ein Zeichen, dass es alles gut sein kann. Und Musik ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Die Freundschaft mit Volkswagen besteht eigentlich seit die Gläserne Manufaktur in Dresden eröffnet wurde. Und das ist ja nun fast 20 Jahre her und es ist wirklich sehr, sehr schön auch zu zeigen, dass sich ein so großer Konzern eben gesellschaftlich sehr intensiv in der Musikstadt Dresden engagiert. Und über diese ganze Zeit hat diese Freundschaft gehalten. Für mich ist es vielleicht die Markenbeziehung, die am stärksten, am tiefsten über die Jahre gereift und gewachsen ist. Für 2021 gucken wir positiv nach vorne. Ich wünsche uns allen wieder Live-Veranstaltungen, das direkte Treffen mit den Künstlerinnen und Künstlern, Konzerte, Galerieeröffnungen, Ausstellungseröffnungen, die bunte Vielfalt der Kunst und der Kultur. 2020 war geprägt von vielen digitalen Angeboten, die sicherlich für uns neu waren, anders waren, auch interessant. Aber ich wünsche für uns, dass wir gesund bleiben und uns alle spätestens im Sommer 2021 wieder physisch sehen und das Live-Erlebnis von Kunst und Kultur gemeinsam erleben dürfen. We heard that you clapped very loud. Thank you very much. Thank you all for coming.